Ich glaube an Gott, aber nichts mit der Kirche, mit denen will ich nichts am Hut haben. Kennen Sie solche Aussagen aus der Nachbarschaft, aus der eigenen Verwandtschaft, im Gespräch, wenn es um Glaube und um die Liebe und die Hoffnung geht? Ich glaube an Gott, aber mit der Institution Kirche möchte ich nichts zu tun haben? Das hört sich auf dem ersten Ohr ganz schön vernünftig an. Für manche ist das sehr intellektuell und hip, sowas zu sagen. Doch ich habe da schon meine Anfrage. Denn ich frage mich, machen es sich die Menschen da nicht, sich zu einfach? Liebe versammelte Gemeinde, an den fernen Gott zu glauben, das ist immer einfacher, als dem nahen Gott im Alltag zu begegnen. Und die Herausforderung von Nähe, das wissen wir doch alle, dass das nicht so einfach ist, und dann wählen wir lieber die Distanz statt die Nähe. Nicht nur in Glaubensfragen, auch in unserem privaten Umfeld. Jeder von uns wünscht sich eine gelingende Partnerschaft. Viele Menschen wünschen sich Kinder, eine Familie, tragfähige Beziehungen, innige Freundschaften, ein gutes Klima, eine gute Zusammenarbeit im Beruf und im Alltag. Doch dort, für das, liebe Gemeinde, da braucht es halt weniger Distanz und dafür Nähe. Und die Nähe, sie fordert uns heraus. Die Nähe, sie konfrontiert uns auch. Die Nähe, sie nimmt auch Zeit in Anspruch. Die Nähe, sie verlangt halt eine Entscheidung für etwas, für jemanden, für etwas Konkretes. Und so ist es auch mit unserem Glauben an Gott. Ein Gott der Nähe, ja, da verändert sich unser Leben, weil es dann konkret wird, wenn Gott plötzlich mitspielt in unserem Alltag. Ein Gott der Nähe, der ist konkret, ein Gott der Nähe fordert uns heraus, ein Gott der Nähe, der nimmt Zeit in Anspruch. Ein Gott der Nähe verändert nun mal unser Leben. Und dann sind solche Aussagen wie, ich glaube an Gott, aber nur für mich, beten kann ich auch im Wald, ja, sicher, aber ist das wirklich eine Nähe mit unseren Mitmenschen, mit Gott und in der Gemeinschaft der Glaubenden? Glaube hat immer etwas mit Nähe und mit einer Entscheidung zu tun. Und das ist auch gut so. Denn unser Leben gelingt ja dann, wenn wir uns für diese Nähe, für diesen Gegenüber und für das Konkrete entscheiden. Und wenn wir diesen Weg der Entscheidung und der Nähe mit Gott gehen, dann kommt ausschließlich diese Frage, wer ist denn Jesus für mich ganz persönlich? Wer ist dieser Jesus? Und wenn Sie diese Frage damals zu Zeiten Jesus in Nazareth, in seiner Heimatstadt, in seinem Heimatdorf gestellt hätten, dann hätten Sie die Antwort bekommen, Jesus ist der Zimmermann. Und das Problem dabei ist, er bleibt der Zimmermann. Liebe Gemeinde, vielleicht haben auch Sie schon diese Erfahrung gemacht. Das Kennen eines Menschen verhindert oft ein tieferes Wahrnehmen. Das Kennen eines Menschen oder einer Sache verhindert oft ein tieferes Wahrnehmen. So auch in der Synagoge damals in Nazareth. Jesus tritt auf und die Menschen, was für eine Weisheit. Was für Worte, was für ein Staunen
über die Worte Jesu und über seine Machttaten. Doch er ist eben halt nur der Zimmermann und deshalb die Ablehnung, der Ärger und sie nehmen Anstoß an ihn. Was ist der Grund für das? Und was ist manchmal auch der Grund, was uns manchmal im Glauben hindert? Ja, es ist schon diese Macht der Gewohnheit. Wie oft beten wir das Vater unser und überhören, dass sein Wille geschehe und nicht unser. Wie oft gehen wir zur heiligen Messe und verstehen es, ja, als etwas Selbstverständliches, wenn Jesus sich uns verschenkt und wenn der Priester mit uns dieses Opfer feiert. Oder das Kennen und das Wissen über ihn, all das kann uns daran hindern, über Jesus neue Einsichten zu bekommen und mit ihm neue Erfahrungen zu machen. Neue Einsichten über ihn und neue Erfahrungen, das will der Markus, der Evangelist, mit uns heute erfahren. Und oft, da denken so manche, vor allem in Deutschland, in den synodalen Foren, ja, dass es darum geht, Jesus neu zu erfinden und seine Kirche. Aber darum geht's doch nicht. Es geht nicht, Jesus und seine Kirche neu zu erfinden, sondern ihn immer wieder neu zu entdecken. Die Schönheit unseres Glaubens und diese Braut Christi, die Kirche, immer wieder neu zu entdecken. Und dieses Beispiel, da mit dem können wir jetzt schon damit anfangen. Das können wir ganz konkret in unserem Alltag üben. All die Menschen, die ja ein wenig Minderwertigkeitskomplexe haben und die sich nichts zutrauen, die können sich jetzt, ab jetzt nach der Messe die Frage stellen, was entdecke ich ganz neu in mir oder an mir? Was ist das Neue und Positive? Und all die Menschen, die mit ihrem Gegenüber immer so Schwierigkeiten haben und sich morgens bis abends immer aufregen über diejenigen, die können sich die Frage stellen, was entdecke ich in meinem Gegenüber, meinem Nachbarn, Kindern, Partner, Neues und Positives? Wenn wir die Heilige Schrift aufschlagen, dann können wir mal üben, was wir Neues in dieser Heiligen Schrift erfahren und Neues entdecken. Und was wir Neues entdecken in der Begegnung, in der Nähe mit Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Evangelist Markus, er will uns zum Glauben führen. Ja, klar, selbstverständlich, wie all die anderen Evangelisten auch. Aber er tut dies ganz konkret und sehr nahbar. Der Evangelist Markus, er ermutigt uns, mehr Fragende und Suchende zu sein, anstatt Wissende und Erklärende und Dozierende. Er ermutigt uns, diesen ganzen Alltagstrott und die vorgefertigten Meinungen über Kirche, Jesus, Glauben einfach mal beiseite zu legen und neue Erfahrungen zu machen. Der Evangelist, er ruft uns auf zur Unterscheidung und zu einer Entscheidung. Haben Sie es gehört, als im Evangelium die Menschen in der Synagoge saßen? Und da gab es plötzlich Menschen, die an Jesus Christus glauben, auf ihn vertrauen und offen sind für sein Wirken. Und da gab es plötzlich Menschen, die von einem Unglauben gezeichnet waren. Und in der ersten Lesung, da haben wir sehr deutlich gehört und ein Ministrant hat es gehört und ist ein bisschen aufgeschreckt. Ja, da hat der Prophet gesagt, mit einem trotzigen Gesicht und mit einem harten Herzen sah ich diese Menschen vor mir. Ganz anders der Glaubende, der eine Offenheit hat für das Wirken Gottes,
der ein Interesse hat, der sucht nach der Wahrheit. Im Evangelium, und der Evangelist, der will uns ermutigen, zum Glauben zu kommen. Glaubende Menschen, lassen Sie uns nichts da einreden von anderen. Das sind keine Langweiler, die nichts Besseres zu tun hätten, beziehungsweise bei der Sonntagsgestaltung. Nein, glaubende Menschen, das sind Menschen mit Interesse, die kreativ sind, die freudig sind, die dynamisch sind, die lebendig sind und die auch heiter sind. Heiter vor allem dann, wenn es nicht so heiter ist in einem und um uns herum. Jesus, der lebt aus dieser Beziehung, aus dieser Nähe mit seinem Vater im Himmel. Und diese Beziehung und diese Nähe und diese Entscheidung, die er damals in der Wüste getroffen hat, ja, sie wird sichtbar in seinem Leben und in seinem Auftreten. Jesus hat oft in der Tora gelehrt und hat das Reich Gottes ausgelegt, jedoch anders als die anderen, wo die Menschen nur Enge und ein komisches Gefühl danach hatten. Jesus hat von der Freiheit gesprochen, jedoch anders als diese sogenannten Freiheitskämpfer und Alleskönner, die alles ganz genau wissen, wie was in der Kirche und im Glauben zu laufen hat. Jesus hat von der Gerechtigkeit gesprochen, jedoch anders als diese sogenannten Rechtsgelehrten in den Synagogen, denen es einfach nur darum ging, ihre eigene Macht abzusichern und sich mit den Römern irgendwie zu arrangieren. Jesus hat nicht nur von der Liebe gesprochen, sondern er hat sie auch gelebt. Jedoch ganz anders als so manch selbstverliebte Narzissten, denen es ausschließlich nur um sich selbst geht und wie sie überlegen, wie sie in dieser Kirche oder im Alltag immer am besten vorankommen und wie es ihnen am besten geht. Doch Vorsicht, Jesus sagt zu uns, wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz und folgt mir nach. Der Evangelist Markus, dem geht es nicht in erster Linie um Wunderheilungen zu berichten. Die sind wichtig, das ist gut. Doch in erster Linie geht es darum, durch diese Heilungen, durch diese Begegnungen mit der kranken Frau vom vergangenen Sonntag oder dem 12-jährigen Mädchen, wo Jesus zu ihr sprach, Talitha, komm, steh auf, um uns klarzumachen, der Glaube versetzt Berge, er schafft Nähe unter uns, untereinander und mit Gott. Der Glaube fordert uns zu einer Entscheidung heraus. Es ist ein Bekenntnis. Und der Glaube, er lässt uns so vieles entdecken in uns, in unserem Gegenüber und in Gott selbst.